Ihr werdet natürlich mehr als nur König und Magier benötigen. Aber sie sind ein genauso guter Anfang wie jeder andere. Andere in diesem Reich, jetzige und künftige Verbündete, haben bei diesem Unterfangen alle eine wichtige Rolle zu spielen. Andere? Auf eurer Suche nach dem Magier und dem König werdet ihr gewiss noch andere treffen, die eure Hilfe brauchen. Sucht nach jenen, denen ihr vertraut und die gewillt sind, uns hier beizustehen. Und der Magier und der König? Wo kann ich sie finden? Geht nach Westen, jenseits des mondlosen Gangs. Dort findet ihr den Aileiden-König, der in einem Turm der Finsternis gefangen gehalten wird. Vannus, der Magier, ist irgendwo auf der östlichen Ebene. Sein genauer Aufenthaltsort ist vor mir verborgen. Ich werde den Aileiden-König und Vannus, den Magier, finden. Ich empfehle euch, erst nach Westen zu gehen, um den Aileiden-König zu finden. Aber die Entscheidung liegt bei euch. Wenn ihr König Dunar befreien wollt, müsst ihr die Lichter Meridias bergen. Die Lichter haben die Kraft, sein dunkles Gefängnis zu öffnen. Was sind die Lichter von Meridia? Ursprünglich waren die Lichter ein Geschenk von Meridia. Eine Macht, um die Stadt zu schützen und das Leben ihrer Bewohner etwas leichter zu machen. Als sie die Stadt nach Kalthafen versetzte, erfüllte sie die Lichter mit einem noch größeren Teil ihrer göttlichen Macht. Und wie setze ich sie ein, um den König zu befreien? König Dunar ist in einem Turm der Finsternis gefangen, wo er durch Schatten und finstere Magie gebunden ist. Meridias Lichter können diese Bande entwirren. Ohne sie werdet ihr den Aileiden-König nicht befreien können. Wo kann ich diese Lichter finden? Wie euch sicherlich aufgefallen ist, hat Molagbals Reich seine eigenen Verteidigungsmechanismen. Dinge, die auf diese Ebene teleportiert werden, werden oft weit über sie verstreut. So wie eure Verbündeten. So wie die Lichter. Sie könnten überall sein. Doch wahrscheinlich werden sie von Molagbals Streitkräften bewacht. Habt ihr keinen besseren Ausgangspunkt für meine Suche? Es gibt nur Gerüchte, fürchte ich. Ich habe Geschichten über einen sonderbaren Kerker im Nordwesten gehört. Über einen Turm, der kein Turm ist. Er soll eines der Lichter bergen. Und andere munkeln von einem abscheulichen Laboratorium im Südosten, das die Reinheit von Meridias Licht verzerrt. Um die Armee von Meridia abzuschließen, müssen die drei Aufträge Rettet den König, Rettet Vannus und Setzt die leere Stadt instand abgeschlossen sein. Die drei Aufträge bestehen aus mehreren Teilen. Dazu habe ich ein Video gemacht, der Link dazu steht in der Beschreibung.